wir sind um 5 Uhr alarmiert worden, sind da hergekommen, da war die, das ganze Lokal im Vollbrand. Und wir haben dann eben gleich versucht, eben diesen Brand zu bekämpfen, im Innenangriff und der Atemschutz. Wie lange wird es so dauern, bis der Brand wirklich gelöscht ist? Kann man nicht genau sagen, wahrscheinlich nur mehrere Stunden. Jetzt haben wir gerade hinten im Hintergrund Blechhaut vom Dach abgetragen. Dadurch geht es etwas schneller, weil die Gluten jetzt zum Vorschein kommen. Aber wie gesagt, man kann schon mehrere Stunden ausgehen, bis wir wirklich ganz alles abgelöscht haben. Wie ist es zu dem Unfall von dem Kollegen gekommen? Ja, der Kollege war, wie gesagt, im Löschangriff tätig mit zwei weiteren Kollegen. Und was ich jetzt weiß, ist eine Glasscheibe, die an der Außenwand war, geborsten. Und dadurch praktisch hat man da mehr oder weniger direkt runterfallen können. Und man sieht da drinnen nichts im Angriff, wenn man da drin den Rauch vor Augen hat. Und scheinbar ist er da runtergestiegen oder daneben gestiegen. Ja, natürlich, diese Temperaturen um den Gefrierpunkt sind insofern erschwerlich, weil man, wenn man Wasser am Boden aufbringen, wenn man dann hinsteigt, das gefriert sofort. Ja. Da muss man schauen, dass man jeden Schritt, dass man nicht selber ausrutscht. Wir waren da mit ca. 20 Leuten und die Freiwillige Feuerwehr Böstenberg etwa auch mit 15 Personen, also in etwa um die 30 bis 40 Personen werden da gewesen sein.